aus dem Leben eines kleinen weißen Hundes. Hallo Freunde! Also, es hat mich ja schon geraume Zeit mächtig beschäftigt, auch bei mir zu Hause. Das mit den immer wieder erscheinenden, genau gleichen kleinen Weißen, die mir so oft entgegenschauen. Also, in den Vitrinen, wo die Großen aus Keramik und Stoff sitzen, da bin ich es ja schon gewohnt. Obwohl ich immer wieder vorbeigehen und reinschauen muss, ob der eine oder andere nicht vielleicht doch zum Spielen rauskommen möchte. Aber unlängst, beim Spazierengehen im Park in Grafeneck, war es schon wieder der Fall. Da hat doch akkurat an einer Säule genauso einer, wie ich es bin, rausgeschaut. Das musste also genauer erkundet werden. Ich bin rundherum gegangen, aber konnte nichts entdecken. Kaum vorne angekommen, hat er schon wieder rausgeschaut. Jedes Mal, wenn ich gewedelt habe, hat er das auch gemacht. Und sobald ich gebellt habe, hat er auch gebellt. Irgendwie alles ein bisschen mysteriös und eigenartig. Oder findet ihr nicht? Tschüss! Bis zum nächsten Mal, Leute. Eure Daisy.